herzlich willkommen zur ersten Tour im Jahr 2018. Der Kevin. Moin. Und ich sind unterwegs zu einem kleinen Abenteuer. Wir sind hier schon im Schnee und hoffen, dass wir auch bei unserem Startpunkt hoch genug sind, dass der Schnee liegen bleibt. Und wenn du wissen willst, wo es hingeht, dann würde ich sagen, bleib dran und komm mit. Wir sind mittlerweile unterwegs. Wir sind gestartet in Bollendorf und möchten hier mal die Gegend um Bollendorf unsicher machen, denn hier gibt es, wie du gesehen hast, auch wieder wunderbare Felsen. Die Gegend kennen wir schon. Auf der anderen Seite hinter mir ist der Mullertal Trail, Luxemburger Seite, und wenn ich jetzt hier hinten rausgehen würde, dann käme ich ans Feschweiler Plateau. Da waren wir auch schon, Kevin, Stefan und ich, und wir nehmen jetzt hier dieses Stück in Angriff. Es regnet ein bisschen. Der Kevin zieht sich gerade noch eine Regenjacke über. Und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Die Tour wird eine Übernachtungstour und ist auch nicht geplant so. Also wir wissen gar nicht, wo wir rumlaufen. Wir laufen einfach frei Schnauze mal und gucken uns hier die Gegend an. Wenn du Lust hast, uns zu begleiten, dann komm mit. Geht schon gut los. Wow. Geil. So, der Kevin hat noch ein bisschen Birkenrinde besorgt für heute Abend und er ist noch dabei. Mal gucken, was wir da rauskriegen, dass die noch ein bisschen trocken ist. Die ist natürlich jetzt natürlich auch ganz nass.
Die wird der Kevin in seine Jackentasche tragen, dass er noch ein bisschen trocknen kann. Und wir hoffen, dass es was wird. Hier am Weg stehen immer wieder so Stichpalmen. Sieht man eigentlich eher selten im Wald, würde ich sagen. Aber hier ist er uns schon ein paar Mal aufgefallen. So, wir machen jetzt Mittagspause. Wir sind hier am Maria Theresien Stein. Und ich konnte in letzter Zeit nicht filmen, weil es hat arg geregnet. Ich musste auch den Poncho anziehen. Und nicht, dass die Kamera kaputt geht. Der Kevin hat mehr Risiko gezeigt und hat ordentlich gefilmt. Meine Kamera ist aber auch schon kaputt. Also würde ich sagen, schaut bei ihm auch auf den Kanal. Ich verlinke ihn unten auch rein. Da könnt ihr dann sehen, was wir unterwegs so alles erlebt haben. Mittlerweile schneit es auch. Oder sagen wir mal auch hier. Wir sind auch gar nicht so hoch, wie wir gedacht haben. Wir sind bloß, was waren es, 350 oder 360 Meter hoch. Ja, und 400 sind wir jetzt hoch. Und wie gesagt, jetzt fängt es auch mittlerweile hier an zu schneien und bleibt ein bisschen liegen. Allerdings wird das nicht von längerer Dauer sein. Ja, wir werden jetzt hier mal diesen Tisch reichlich decken und werden mal was speisen. So, der Kevin feuert mal den Hobo an, dass wir noch ein paar Asia-Nudeln machen können. Und hier draußen schneit es kräftig weiter, aber es ist nicht kalt genug, dass es länger liegen bleiben könnte. Also das wird eine nasse Angelegenheit heute Nacht. Temperaturen, ja, so zwischen so um die 2 Grad schätze ich. Ich habe gerade das Thermometer aufgestellt, das muss ich jetzt aber erstmal anpassen. Aber ich denke so um die 2 Grad. So zeitlich gedrückt ist. Ja. An Zeit. Das ist mal gemütlich. Okay. So, nach unserer Mittagspause hat es ja immer noch stark geschneit, oder es schneit immer noch stark. Wir sind schon eine ganze Zeit unterwegs wieder und wir sind jetzt hier an der grünen Hülle und die zeige ich euch jetzt. Das ist diese Felsspalte. Und da gehen wir jetzt durch. Man muss hier höllisch aufpassen. Es ist natürlich alles sehr glatt jetzt, weil alles nass ist, dass man sich nicht ablegt. Ups. Ja, ihr seht, es schneit kräftig und uiuiuiui. Treffen sich zwei YouTuber an der grünen Hölle. Sagt der eine schneit, sagt der andere ja. Okay, war nicht witzig, weitergeht. Ja.
Guckt euch das an. Wow. Oh oh, ich höre, da wird's eng. Ich sehe noch gar nicht hin, aber ich höre es. Es wird eng. Gar nicht schlimm. Gar nicht schlimm, sagt der Kevin. Aber hier ist mir nichts trocken. Nur, Audi. Ja. Ja, ihr seht Nebel und man sieht nicht ins Tal. Wir sind jetzt, ich weiß gar nicht wo, auf irgendeinem Berg. Da steht ein Kreuz und da war auch ein Gipfelbuch. Da wird sich jetzt der Kevin eintragen oder was von uns reinschreiben. Und es schneit kräftig weiter. So, mittlerweile ist 16:30, schneit noch wie Sau. Wir waren gerade auf Lagerplatz suchen, weil jetzt wird es so langsam eng, nämlich. Und ursprünglich haben wir gesagt, okay, komm, wir holen uns hier im Wald ein trockenes Plätzchen. Und hatten das hier gefunden, das liegt direkt um den Pfad. Und da wird ja heute Abend keiner mehr kommen. Aber die Kevin hat sich noch ein bisschen umgeschaut und hat noch was ganz Tolles gefunden. Und das zeige ich euch jetzt. Da gehen wir jetzt hin. So, da sind wir. Der Kevin hat nämlich diese Hütte nicht weit weg entdeckt. Und da bleiben wir heute Nacht auch. Wir werden uns hier einrichten. Werden uns hier irgendwo Schlafplätze einnisten und einräumen. Und da haben wir ein Dach über dem Kopf. Vielleicht noch einen Stab spannen, damit es von der Seite nicht so reinschneit oder so. Aber ansonsten glaube ich, ist das die beste Alternative, die wir heute kriegen können. Und morgen früh sollte es aufklaren, haben wir bestimmt eine schöne Aussicht darunter ins Tal. Was wir hier haben, ist natürlich ein klein bisschen Verkehrslärm, weil da unten eine Straße läuft. Aber das nehmen wir jetzt in Kauf. Das ist auch nicht allzu wild. Ja, so. Und als allererstes müssen wir jetzt aus den nassen oder feuchten Klamotten raus. Das ist ganz wichtig. Damit man sich nicht verkältet. Ja. Das werde ich jetzt tun. Ich habe es gerade getan. Ich ziehe nachher, wenn mein Lager aufgebaut ist, noch die lange Unterwäsche an. Aber mir ist momentan so kalt, dass ich nicht unterscheiden kann, sind die Klamotten einfach nur kalt oder nass. Das ist jetzt gerade so ein Problem. Deswegen habe ich jetzt einfach mal meine trockenen Klamotten angezogen. In der Hoffnung, dass vielleicht, wenn unten drunter doch was nass geworden ist, es jetzt durch die Körperwärme schneller trocknet. Also, das ist trocken hier. Das werde ich auch wieder anziehen. Und der Wisch ist auch trocken. Die Jacke hier ist ein bisschen feucht, da ziehe ich eine andere an. Und nachher für in den Schlafsack strippe ich mich hier komplett mit langer Unterwäsche, trockener, frischer Unterwäsche, damit keine Feuchtigkeit im Schlafsack landet. So. Der Kevin ist schon. Hast du schon Holz gefunden? Ja. Ja. Gut, war nicht die beste, dann gehe ich mal gucken, dass ich auch noch ein bisschen was finde. Ja. Ja, es ist hier natürlich auch alles nass, ganz klar. Es schneit ja auch. Und ich werde jetzt mal gucken, dass ich da hinten was finde aus einer Dickung, beziehungsweise unter den Tannen. Da stehen ein paar Tannen. Da könnte ich unten drunter vielleicht was etwas trockeneres Zeug finden. Schalte ich laufend die Kamera ab.
Die hat anscheinend auch keine Lust mehr bei den Temperaturen. Wir haben jetzt mittlerweile, ja, 0 Grad. Es wird eine frostig-feuchte Nacht. Ja, guten Morgen. Es ist jetzt 5 vor 7, es ist natürlich draußen noch stockdunkel. Die Nacht war, ja, so ganz gut. Unser Lagerplatz war soweit in Ordnung, aber es war außerhalb vom Schlafsack arschkalt. Der liebe Kevin, der hier liegt, den ich jetzt mal gerade anleuchte hier, der hat auch nicht so arg geschnarcht, das war auch ganz gut. Wie das bei mir war, weiß ich nicht. Nee, du hast auch diesmal nicht so viel geschnarcht. Okay. Das liegt an der guten Luft in der Eifel. Ah ja. Ich habe das Kaffeewasser in die Luft gesetzt. Es ist um die 0 Grad, aber es kommt uns viel kälter vor. Ganz ehrlich. Und jetzt freuen wir uns mal auf eine schöne, heiße Tasse Kaffee. Ich muss gestern Abend mal raus. Und ich dachte, mich trifft der Kälteschlag. Es war richtig arschkalt. Und dann habe ich erst mal gezittert, 5 Minuten lang, bis ich wieder warm gehabt habe. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder später. Jetzt trinken wir erstmal eine gute Tasse Kaffee. Vielleicht ist bis dort hell. So, ihr seht, da hinten kommt so langsam das Morgenrot. Es ist aufgeklärt und der Tag erwacht. Und ihr hört's, es brutzelt der Bacon. Mal jetzt mal eine Ladung Bacon für uns. Kaffee haben wir ja schon getrunken. Und sobald es hell ist und wir wieder alles sehen, werden wir unser Lager räumen. Es sieht einfach herrlich aus. Dann lass uns gehen. An dem Tisch liegt auch nichts mehr, nö. Alles klar. Okay, gut. Wo lang? Ich gehe so rum. Okay. Ja. Tschüss, wir treffen uns dann. Nicht sagen, aber plötzlich war es ein Wort. Ich glaube, wir haben denselben Weg. Komm, lass uns heimgehen. Okay.